So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy V. In der letzten Folge, wie ihr schon bereits gesehen habt, hatten wir unser Schiff wieder bereit gemacht, mit natürlich. Und wir werden dann auch später weitermachen. Wir sind jetzt nun wieder zurück in Valsea zurückgekehrt am Ende des letzten Parts. Und in dieser Folge werden wir jetzt nun das Verschwörungszauber Shiva bekommen, und zwar in Schloss Valsea. Ja. Wo wir es bekommen, das werden wir jetzt noch gemeinsam herausfinden. Wir schauen uns mal kurz noch gründlich um, was hier noch gibt. Hier gibt es natürlich nur ein paar Betten hier, das wissen wir selbst. Aber ich glaube, da gibt es noch eine Treppe, die ich noch nicht reingegangen bin. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir können euch anschauen. Ah, da war ich ja schon, im letzten paar Parts zuvor. Okay, da hat sich das ja schon erledigt. Gut. Aber ich glaube, in Schloss Valsea haben wir schon früher mal ausgekundschaftet. Wir gehen jetzt mal nach unten, denn dort sind wir noch nicht hingegangen. Wir gehen jetzt mal dort raus, weil dort oben will ich lieber nicht reingehen, weil die Gegner ziemlich hardcore sind. Und da müssen wir erst auf Level 50 sein, glaube ich, oder sowas. Klingt bescheuert, aber ist leider so. So, wir gehen jetzt mal schnell zu Beschwörungszauber Shiva. Mal sehen, ob wir das noch bekommen. Wir gehen in diesen Wasserfall hindurch. Und zwar im Wasserturm. Gehen wir mal im Wasser entlang. Natürlich in diesem Stelle müsst ihr natürlich sehr gut vorbereitet sein. Natürlich ist natürlich der ganze... Deshalb habe ich jetzt auch noch später dann diesen Wasserturm betreten, was dann natürlich im Schloss Valsea ist. Man weiß ja nie, wie stark hier die Gegner sind. Wir gehen jetzt mal die Treppen nach oben und entlang des Wassers. Und hier sind lauter Kröten, die uns ein bisschen das Leben schwer machen wollen, aber... Die können verursachen die Zauberfrosch, aber solange wir jetzt sehr gut gelevelt sind, sind die jetzt kein großes Problem mehr. Wenn ihr denkt, ihr seid jetzt gut vorbereitet, früher ein Shiva zu bekommen, dann könnt ihr es ruhig wagen, aber ich muss euch garantieren, es ist nicht sehr einfach. Denn ich habe jetzt diesmal Ifrit mitgenommen, weil mit Ifrit können wir den Kampf locker schaffen, weil Shiva hat sehr viele HP und die könnte uns richtig zu Schnecke machen. Und hier drüben scheint es wohl zu sein. Die Frösche stehen jetzt noch im Angriffsnachteil noch. Die Frösche, die 11 Kröten sind jetzt sowieso jetzt kein großes Problem mehr. Sind jetzt kein großes Problem mehr da. Und die können jetzt nicht angreifen, weil wir sowieso in Angriffsvorteil sind. Also die haben jetzt zumindest 110 oder 120 HP. So. Also gegen Shiva, was ihr dann natürlich braucht, ist natürlich entweder den Beschwörungszauber Ifrit, was den Kampf etwas leichter machen könnte. Wenn ihr ohne Ifrit kommen wollt, dann müsst ihr schon etwas höher leveln. Also so zwischen Level 20, glaube ich eher zumindest. Und eine stärkere Magie, das heißt entweder, weil normal die Magie Feuer bringt ja nichts, also müsst ihr natürlich die stärkste Magie-Attacke haben wie Feuerer gegen Shiva. Also entweder habt ihr den Paladin, zum Beispiel Barz, der hat natürlich die Klingenmagie mit Feuerer einstellen, dann macht es mehr Schaden auf Shiva. Also, wenn ihr mich schon folgen könnt. Nun gut, genug geredet, lass uns jetzt endlich einmal gegen Shiva kämpfen. Ich bin Shiva, die Eisgöttin. Wenn ihr mich befehligt wollt, müsst ihr euch erst als würdig erweisen. Und natürlich hat sie auch ein paar Schergen mit und sie ist nicht ganz alleine. Was wir machen können, ist jetzt diesmal Feuerer auf die ganze Flächenangriff. Ja, Volltreffer macht es auch, aber die Attacke
Dann machen wir mal Höllenfeuer. Metzen wir Shiva richtig. Ja, setzt auch jetzt Eis rein, was... Gut ist, aber wir sind jetzt ziemlich gut gelevelt, also da werden wir schon weniger Probleme haben gegen Shiva. Und das war's auch schon. Jetzt weiß ich auch schon, warum ich Ifrit jetzt genommen habe. Also mitgenommen habe. So, wieder mal eine Frostrute bekommen. Und wir haben jetzt das verschwörbare Monster Shiva erhalten. Damit haben wir schon zwei von denen. Hier kommen wir zum Glück hier raus. Wir können jetzt mal kurz Shiva mal ausprobieren in der Oberwelt. Da wir jetzt sowieso jetzt nichts mehr anderes mehr tun können, können wir jetzt nur nach oben gehen. Nach unten würde ich lieber nicht gehen, aber man könnte es auch ruhig versuchen, aber da muss ich jetzt ein bisschen speichern gehen. Nicht, dass wir dann Progress dann hier verlieren. Wir können es ruhig wagen. Natürlich werde ich jetzt ein paar Zelte auch noch kaufen. So. Jetzt müssen wir mal schön speichern. Dann gehen wir mal wieder zurück nach Schloss Walze. Dann können wir ruhig probieren, was es hier unten gibt. Ich glaube, die werden uns dann sofort zum Game Over bringen. Wir können es euch nur zeigen. Also das Game Over werde ich jetzt nicht zeigen. Aber ich glaube, da gibt es noch etwas. Hey, hey, helft mir, Leute. Wie wäre es, wenn ihr die Tür hier öffnet? Das will ich ihm merken. Ich bin der berüchtigste Taschendieb, einsamer Wolf, Rächer der Verdammten. Also, hält ihr mich jetzt hier raus, oder was? Ja. Yippie-dudi-da! Ja, und der Typ wird uns noch helfen. Einsamer Wolf, der berüchtigte Taschendieb, hat wieder zugeschlagen. Die Freiheit hat mich wieder. Schätze, ich schulde euch was, Leute. Was uns das schuldet, keine Ahnung. Aber der Topf beinhaltet ja fast gar nichts. Also gut, das war jetzt alles. Aber wir können jetzt nicht in diese Seite nach rechts, weil... sind die Gegner viel zu overpowered und wir haben jetzt leider keine Chance gegen die. Warum ich nicht reingehen will, weil ich möchte ein kleines Game Over vermeiden, das unnötig ist. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schiff, wo wir unser Schiff jetzt mal hingelegt haben. Ich glaube, es ist an der anderen Seite des Kontinents. Jetzt gehen wir mal durch den Kanal von Walze durch. Und da ist unser Schiff in der anderen Seite der Welt. Ich liebe diese Musik einfach. Aber leider müssen wir dann unser Drache da lassen. Ja, da können wir nicht dorthin zu unserem Schiff. Wir machen uns jetzt wieder zurück zu unserem Schiff und wir können jetzt ein bisschen die Beschwörungszauber Shiva mal so einfach so demonstrieren, was für Attacken es drauf hat. Wir wissen alle schon bereits, dass Shiva natürlich Diamantenstaub als Attacke hat. Und Ifrit dann natürlich Höllenfeuer, das ist ja nichts Neues. So. Dann gehen wir mal raus aus den Meteoriten von Karnak. Dann tun wir mal ein bisschen kämpfen, dann probieren wir mal das neue Beschwörungszauber Shiva, das wir jetzt bekommen haben. Haben wir Shiva jetzt. Diamantenstaub. Sieht irgendwie gelassen aus. Als in der 3D-Remake von Final Fantasy 3. Aber ihr werdet schon sehen dann, dass Shiva eine bessere Animation hat.
einem späteren Zeitpunkt, in einem anderen Teil. Dann wollen wir mal kurz fliehen. Und die Frage ist jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, wir müssen jetzt lauter Karte zur Sichelinsel. Weil woanders kommen wir halt nicht hin. Ja, also mir fällt da leider nichts ein, außer wir können jetzt nur noch zum Sichelinsel fahren. Oder hier links unten zu einem Dorf. Machen wir uns auf den Weg jetzt mal schnell zum Sicheldorf. Also der Insel der Mondsichel. Runter. Hier ist noch eine Insel, die wir noch nicht betreten können. Aber unterwegs können wir jetzt ein bisschen mehr trainieren. Saraginen kennen wir schon sehr gut von anderen Final Fantasy-Teilen. Die Ibis bringt da ja nichts, oh Mann. Ist er da immun oder was? Und verfehlt es einfach, das verstehe ich nicht. So, Lena ist jetzt auf Level 19, aber ich glaube, wir werden jetzt bis Level 22 jetzt mal kurz trainieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie stark jetzt hier die Gegner sind. Aber wir sind schon etwas weit drüber. Machen wir uns auf den Weg jetzt schnell zu den Insel der Mondsichel. Donneranemone, das scheint wohl jetzt eher gegen Elektroattacken jetzt nicht so sehr Wirkung zu zeigen. Wenn ich schon jetzt den Namen schon denke. Aber ich finde, Beschwörer ist jetzt eher die bessere Weißmagierin als die normale. Rolle des Blitzes erhalten. 2 Stück davon. Nice. Gut. Können wir mal einen kurzen Zelt nehmen und dann speichern wir mal. Mal sehen, ob wir was triggern. Ich werde jetzt nicht den Part jetzt nicht so lange unnötig in die Länge ziehen. Weil wir werden jetzt noch ein bisschen kurz mal in zum Dorf. Den Sicheldorf jetzt mal kurz erkunden. Mal sehen, ob wir da einen Anhaltspunkt finden. Wo jetzt der Erdkristall sich befindet. In Crescent Island. Nicht schon wieder! Ein Erdbeben! Ah, anscheinend sind wir richtig. Was zum... Verdammt, das Schiff! Oh nein, das Schiff, es sinkt! Oh nein, wir haben jetzt kein Schiff mehr. Schiff AD. So zum Guten. Ein Part haben wir schon das Schiff bekommen, schon ist er wieder weg. Jetzt sind wir gestrandet. Und was jetzt? Wir haben viele Erdbeben hier auf dieser Insel. Dabei erscheint auch jedes Mal ein Wasserstrudel. Sagt bloß, euer Schiff ist von einem Strudel gefasst worden. Eieiei, was für ein Pech. Was machen wir jetzt? Wir sind hier gestrandet. Dann können wir jetzt mal kurz mal pennen. Vielleicht finden wir auch ein paar Anhaltspunkte noch. In Crescent Island, weil wir können jetzt nicht unnötig hier gestrandet worden sein.
So. Aber ein paar Zelte werden wir schon mitnehmen. So, jetzt werden wir mal ein paar Waffen mitnehmen. Falls wir Magie finden, hier in der Nähe. Ach, Rüstung und Waffen gibt's auch sogar. Das ist ja nice. Ah, Ornate. Dann können wir mal gut gebrauchen. 2 Stück davon. Das ist eine bessere Rüstung für Lena und Faris. Wir sind ein bisschen mehr besser geschützt. Ja, wir kriegen jetzt auch neue Beruf, einen weiteren Beruf, den wir dann bald bekommen. Aber der wird jetzt nicht so sehr nützlich sein im Laufe unserer Story. Wir gehen jetzt mal zum Magieladen, mal sehen, was hier gibt. Nichts Besonderes, also dieselben Magie, die wir schon bereits bekommen haben in Karnak. Wir schauen mal jetzt kurz um. Es gibt auch einige Häuser und ein paar NPCs. Vielleicht finden die einen Anhaltspunkt hier. Ihr müsst müde von der Reise sein. Dieses Lied ist für euch. Wenn ihr es singt, füllt sich nach und nach eure Lebensenergie wieder auf. Kraft Coral erlernt. Und da ist noch natürlich eine Orgel, beziehungsweise ein Klavier. Schritte beim Klavierspielen gemacht. Ja, das ist halt so, erzählt er auch noch zu als Nebenquest oder sowas, dass man besser Klavier spielen kann. Also das zählt nicht als Hauptziel des Spiels, aber man kann es rein zufällig triggern. Opa hat mir immer von Monstern aus Stein erzählt und dass sie goldene Haarnadeln hassen. Seht euch das Wasser an, es regnet hier ist so gut wie nie, doch. Und doch sprudelt es unaufhörlich aus dieser Quelle. Manchmal kann man seltsame Geräusche von unter der Erde hören. Ganz schön gruselig, sage ich euch. Ich wollte mal im Wald einen schwarzen Chocobo fangen, aber er war zu schnell für mich. Wenn man mit Chocobos Rennen veranstalten könnte, wäre das nicht abgefahren? Schwarzer Chocobo, sagen die. Könnte ein Anhaltspunkt sein, wo wir als nächstes gehen müssen. Diese Insel ist gesegnet. Die Felder bestellen sich quasi von selbst. Regnen tut es kaum, aber die Pflanzen scheinen so gut wie kein Wasser zu gebrauchen. Ja, also ein schwarzer Chocobo, das ist mein kleiner Anhaltspunkt, wo wir gehen müssen. Aber was bringt das denn, fragt ihr sicherlich. Nun, der schwarze Chocobo befindet sich hier südlich von hier. Das will ich euch jetzt mal gerne sagen. Jetzt gibt es auch Häcksler und schwarze Flammen, die ein bisschen das Leben schwer machen wollen, aber. Machen wir mal Ifrit, mal sehen, ob die jetzt, die Häcksler jetzt richtig geröstet werden. Ja, der hat es ja überlebt, der Arsch. Aber ich glaube, es wäre besser, dass wir ein bisschen nochmal leveln. Unsere restliche Crew noch. Auf Level 19. Da jetzt unser Schiff jetzt leider weg ist und futsch ist, können wir jetzt nirgendwo hin, außer wir können jetzt nur noch hoffen, dass wir dort einen Anhaltspunkt finden, und zwar den schwarzen Chocobo zu finden. Das wäre das Einzige, was wir jetzt tun können.
So, da haben wir jetzt schon ein besseres Level. Jetzt ist mal Level 19. Und die geben uns sehr viel Gil hier, die Gegner. Aber wir sind jetzt mal im schwarzen Chocobo-Wald. Mal sehen, ob wir was finden. Was zum Geier ist das? Ein Chocobo? Ein Chocobo ist mir aber noch nie untergekommen. Was immer es ist, ich werde es vereinfachen. Müssen wir ihn einfach fangen? Irgendwie in ein Kessel? Kommst du jetzt mal her? Ach, da hab ich dich. Es ist ein schwarzer Chocobo. Oh, dann sind sie also doch nicht ausgestorben. Sieht ganz so aus. Schwarze Chocobos können fliegen. Also, alle Mann ausgestattet. Na, ja, geht's mal los. Okay. Wir landen wieder runter. Er mag wohl nicht. Da hast du ihn doch nicht kaputt gemacht oder so. Nicht lustig, alter Mann. Hört sich so an, als hätte er sich irgendwas verschluckt. Ein Kristallsplitter. Oder zwei sogar. Kristallsplitter? Die Explosion in Karnak muss sie bis hierher geschleudert haben. Und wer könnte nicht fliegen? Und er konnte nicht fliegen, weil er sie verschluckt hatte. In den Splitter ruht der Geist eines Kriegers, Bade und Jäger. Diese kleben ja noch. Aber diesmal klappt es bestimmt. Auch mit dem Fliegen. Oh Mann, ich liebe diese Musik. Das ist schon die zweite Chocobo-Mucke in Final Fantasy 5. Wenn man einen schwarzen Chocobo fliegt, nur. So, jetzt können wir Crescent Island wieder verlassen. Wir gehen jetzt nun... Wohin? Ja. Das werden wir dann wahrscheinlich später rausfinden, Leute. Aber wir können jetzt nur noch nirgendwo landen, außer im Wald. Und ja, dieser Chocobo ist etwas anders als die anderen Ticken. Wir fliegen jetzt mal direkt nördlich von hier. Da geht es dann, unsere Reise dann bald weiter. Ich glaube, da gibt es auch ein verstecktes Örtchen, wo wir dann etwas mehr darüber hören werden. Aber gut. Wir werden dann jetzt mal hier mal Schluss machen für heute. Dann machen wir uns auf den Weg Richtung Norden, also nordöstlich von hier. Also in einen Ort, wo wir schon noch nicht dort waren. Und zwar das zweite Örtchen, wo mal der Windschrein dort früher war. Da gibt es noch ein kleines Dörfchen, wo wir es noch betreten können mit dem schwarzen Chocobo. Und dann mal sehen, wo unsere Reise dann als nächstes weitergehen wird. Also, bis zum nächsten Mal. Falls euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!